bin heute hier in der Klinik angekommen und das Erste, was ich gelesen habe, war Hämatologie, Onkologie und ich habe natürlich sofort an dich gedacht. Vielleicht kannst du uns erst mal sagen, was genau ist das für ein Bereich, womit beschäftigt der sich? Die Hämato-Onkologie ist ein Teilbereich der inneren Medizin und beschäftigt sich mit allen Krebsarten und darüber hinaus mit Erkrankungen, die vom Blut ausgehen. Das können jetzt hier, wie gesagt, es kann entweder Krebs sein oder aber auch nicht krebsartige Veränderungen, die vom Blut ausgehen. Das sind zum Beispiel Blutarmut oder andere Veränderungen. Das heißt, du kennst dich in jedem Bereich von Krebsarten aus? Richtig. Alle Krebsarten und alles, was mit Blut zu tun hat, vereinfacht ausgesagt. Und die innere Medizin noch dazu. Breites Feld. Wenn ich jetzt weiß, Dr. Nona Shayegi, da gehe ich jetzt hin. Was ist, ich sag mal so, der größte Bereich, auf den du dich jetzt spezialisiert hast? Wann gehe ich zu dir? Also ich würde sagen, dass ich jetzt von meinem Kenntnisstand und meinen Erfahrungen ziemlich breit aufgestellt bin. Ich kenne sowohl die Hämatologie, was jetzt hier die allogene Stammzelltransplantation für die Behandlung der akuten Leukämien ausgeht, als auch jetzt hier die solide Onkologie, das sind die festen Tumore. Krebserkrankung des Blutes, weil Blut ja ein flüssiges Organ ist, da sagt man Flüssigkrebs und dann jetzt hier Lungenkrebs und so weiter, das sind ja feste Tumore, sagt man dann eben Festtumore, solide. Also ich kenne mich überall aus, aber zurzeit oder in der Praxis ist es so, dass ich hauptsächlich Erkrankungen behandle, die metastasiert fortgeschritten sind. Und da kommen vor allem Chemotherapeutika, aber auch moderne onkologische Therapieansätze, die vor allem personalisiert Therapie, also personalisiert, zielgerichtet, auf die Tumorbiologie ausgerichtet sind, dann eben zum Einsatz. Mit welchen Therapieformen hast du dann konkret zu tun? Also in welchen kennst du dich aus? Also die Therapien können als Ziel sowohl eine Heilung als auch eine Palliation haben. Palliation würde bedeuten Lebensverlängerung mit einer guten Lebensqualität oder Verbesserung der Lebensqualität. Die heilende Therapien haben das Ziel, eine Heilung herbeizuführen. Die sind, sagen jetzt vereinfacht gesagt, machen mehr Nebenwirkungen, aber das Ziel ist ja eine Heilung. Wie kann ich mir das vorstellen? Es ist, also wenn es um Therapiemöglichkeiten gibt, die Medizin, die wird ja immer schneller. Wann findest du die Zeit, dich darüber zu informieren oder vielleicht auch wie informierst du dich? Also es gibt unterschiedliche Informationskanäle. Seitens der Kassenärztlichen Vereinigung ist vorgeschrieben, dass man sich dann eben fortbilden muss. Das sind dann regionale Fortbildungen oder jetzt hier auch nationale und internationale medizinische Kongresse oder Veranstaltungen. Jetzt zu Zeiten von Corona finden diese virtuell statt, aber auch Selbststudium. Also es ist jetzt nicht gelogen, dass ich täglich mindestens eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde dann Dinge nachlese oder mich dann nochmal neu informiere, weil in unserem Feld sich eigentlich ja täglich oder nicht oder sondern täglich etwas Neues tut und da muss man wirklich up to date sein, um den Patienten dann auch die modernste Therapie anbieten zu können. Wenn es um die Zukunft geht, was würdest du dir bei Krebstherapien, was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Also in den letzten Jahren, zum Beispiel, ich habe ja vor 14 Jahren angefangen, da gab es nur die Chemotherapie und einen einzigen Antikörper. Mittlerweile haben wir viele Antikörper und diese Antikörper wirken zielgerichteter. Wir haben jetzt die Immunonkologika. Wir haben neue Therapieansätze, zelluläre Therapien. Also es tut sich viel Fortschritt auf. Und mein persönlicher Wunsch wäre, wenn wir vorab vorhersagen könnten, ob eine bestimmte Therapie auch dem Patienten gut tut, ob er davon profitiert. Im Moment wissen wir das nicht immer, aber das wäre dann halt jetzt hier das, was mir den Alltag erleichtern würde und das, was ich mir auch für die Patienten wünsche.